Heute geht CLS-TV aus der legendären Küche der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule bei der Plätzchen-Back-Challenge 2016. Im Hintergrund seht ihr schon das wunderbare Team und wir stellen euch das jetzt mal vor. Jetzt gucken wir mal bei dem ersten Team nach. Darf ich mal kurz stören? Was gibt es denn Leckeres dafür? Kokosmakronen. Kokosmakronen liebe ich. Ich bin sehr gespannt, denn ich bin ja die Jury. Die Frau Papst will dann auch noch vorbeikommen und wir probieren das dann mal. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, es sieht hochprofessionell aus, wie ich finde. Und ja, viel Spaß und gutes Gelingen. Wie lange braucht ihr ungefähr? Keine Ahnung, 15 Minuten so. Und da müssen die Kokosmakronen noch 20 Minuten im Backofen sein. Denkt ihr, ihr macht die anderen platt? Ja. Alles klar, weiter geht's. Okay, Leonie, schon am Eier aufschlagen? Noch nicht, aber gleich. Okay, was geht bei euch so ab? Was macht ihr Leckeres? Also wir machen so Sterne, die dann so eine Schokolade halten mit Gesichter. Leere Gesichter? Nein, also mit Gesichter. Machst du das öfter auch zu Hause oder bist du so der Plätzchenback-Typ? Nein, eigentlich nicht. Dann bin ich sehr gespannt, wie es schmeckt nachher. Okay. Fängt eigentlich an, aber wollen wir mal das Beste hoffen. Ja gut, also ich esse alles, also ich bin da ein Vielfraß in der Hinsicht. Es wird schon irgendwie runtergehen. Und das letzte Thema, wir schauen auch hier nochmal rein. Was sucht ihr denn Schönes? Ach, wir suchen diese Teile da, die da reinkommen. Die Teile, die da reinkommen. Wie heißen die denn? Keine Ahnung. Ich suche die ganze Rührstab vielleicht? Geh mal drunter und frag mal die Profis, weil wir kennen uns, also ich kenne mich ja super aus in der Küche. Ich habe das, ich mache das auch jeden Tag. Ich stehe dann immer, also ich komme mittags heim und dann erstmal so 2, 3, 4 Stunden manchmal in der Küche. Mache ich gerne. Chantal, was ist denn das Problem jetzt? Hey, notfalls hätten wir das da rein. Die Waage funktioniert nicht. Das musst du doch ein Gefühl haben irgendwie. Nimm die Butter in die Hände und dann, wie viel brauchst du? 75 Gramm. 75 Gramm? Du hast das komplette Ei da rein. Warte mal. Wir hätten das doch in unsere Eigelb. So, jetzt. So, wir sind jetzt kurz vorm Juryentscheid der Plätzchenback-Challenge. Jetzt ist zufälligerweise unser noch Moderator, der Tim, von GCLS-TV vorbeigekommen, was ich sehr gut finde, denn jetzt habe ich die Möglichkeit, das vor laufender Kamera zu sagen, was ich dir eigentlich persönlich sagen wollte, lieber Tim, denn der Tim verlässt uns leider und ich bin sehr, sehr traurig darüber und wollte dir einfach nur mal Danke sagen für die, es war ja eigentlich kein Lehrer-Schüler-Verhältnis mehr am Ende, es war eine Zusammenarbeit, so professionell, wie du dich verhalten hast und wir haben immer großes Lob für deine Arbeit gekriegt, für deine Moderation gekriegt. Und ich will dir einfach nur alles Gute und ja, das Beste wünschen auf deinen weiteren Lebensweg. Was machst du denn jetzt eigentlich, Tim? Ich mache jetzt ein freiwilliges soziales Jahr. Erstmal im Kindergarten demnächst. Das heißt so ähnlich wie Schule, nur dass ich diesmal auf die Kinder aufpassen muss und nicht die Lehrer auf mich. Und ja, mal gucken, wie es wird. Nebenher noch ein bisschen mache ich jetzt wahrscheinlich demnächst eine eigene Radiosendung bei MEP Radio. Ja, gucken, wie es so läuft noch. Und wenn wir dich irgendwann im Fernsehen dann sehen, dann denk an deinen alten Lehrer zurück, ja? So VIP-Karten und so technisch, ja, ja. Weil das ja, okay. Deine letzte Amtshandlung würde dann jetzt die Plätzchenback-Challenge sein, wenn ich dir jetzt quasi nochmal das Mikrofon überreichen dürfte. Und okay, dann bin ich nämlich raus, dann kann ich in die Jury und die essen jetzt ein paar Kokosmakronen. Ne? So ist es, genau. 100 Gramm haben 300 Kalorien. Ne? Das kriegen wir, ja, das ist jetzt ja der obligatorische Winterspeck, den ich mir erlauben darf, auch von meiner Frau aus. Und okay, das kriegen wir dann im Sommer wieder. Auf Malle ist er weg, der Speck. So, jetzt wird's ernst. Gruppe Grün, der erste Teller. Jury ist schon bereit und auch ganz hungrig, wie ich schon gehört habe. Ursprünglich sollten das mal Oreos werden, aber was auch immer das jetzt ist, wir können es nicht genau erkennen. Hoffentlich keine Lebensmittelvergiftung, aber... Also selten, aber gut, würde ich sagen. Also warten wir mal ab, was noch kommt. Also wir brauchen ja auch irgendwo eine Vergleichsreferenz. Jetzt ist Gruppe Gelb an der Reihe. So ein paar ganz klassische Butterplätzchen, noch ein bisschen Zuckerguss drauf, damit sich der Spaß auch lohnt. Ne? Jetzt fangen wir mal an hier.
Also ich habe das Aroma nicht geschmeckt. Schnell, kann man das also ich habe das Aroma nicht geschmeckt. Ah, okay. Ich fand sie aber relativ süß. Okay. Und wie sieht es bei dir aus? Ich fand sie gut, aber war ein bisschen hart. So, letzter Gang. Gruppe Rot ist jetzt an der Reihe. Kokosmakronen, das Beste kommt zum Schluss. 35 Kalorien hat eine 300 Gramm, wollte ich nur mal erwähnt haben. Dafür Trockengebäck nicht schlecht. Ja, im Hintergrund berät sich jetzt gerade schon die Jury über die ganz verschiedenen Plätzchen, die es hier gab. Nochmal, die erste Gruppe hatte ja diese versuchten Oreo-Kekse, die zweite hatte ganz normale Weihnachtsplätzchen halt und die dritte hatte die Kokosmakronen. So, ihr habt ein Urteil gefällt. Ich würde sagen, fangen wir so langsam an. Erstmal, wen habt ihr denn auf den letzten Platz gewählt? Ja, also wir haben erstmal lang diskutiert und sind dann auf das Urteil gekommen, dass das Buttergebäck den dritten Platz bekommt. Was? Ja. Ui. Hätte ich jetzt nicht, also das sah ja eigentlich ganz lecker aus. Aber gut, ja, okay, dritter Platz. Zweiter Platz? Den zweiten Platz bekommen die Oreos von uns. Und die versuchten Oreos. Ja, die leider nicht so wurden. Und der erste Platz ist dann klar, das geht an die Kokosmakronen. Oh, mit den meisten Kalorien natürlich. Ja. Das war natürlich klar. Ja, dann herzlichen Glückwunsch auch nochmal an die Gruppe mit den Kokosmakronen und...